Hey Gunnar, was ist dir wichtig? Ein Job, bei dem ich Hobby und Beruf unter einen Hut bekomme. Wie startest du deinen Tag? Das Wichtigste ist der Morgenkaffee. Dann buche ich mich ein, damit die Leitstelle weiß, dass ich da bin. Dann geht's los. Ah, dann bist du also Frühaufsteher. Eher zum Frühaufsteher geworden. Du warst Tontechniker. Wie kam es zu dem Job als Lokführer? Tontechniker und Musiker bin ich ja immer noch. Und wie bist du dann zur Deutschen Bahn gekommen? Als Quereinsteiger. Und wie kam es dazu? Ein sicherer Job ist mir halt wichtig. Verständlich. Und auf was musst du während der Fahrt alles achten? Auf meine Signale, auf die Geschwindigkeit, den Fahrplan und dass ich natürlich am Bahnsteig rechtzeitig zum Halten komme. Hallöchen, sei gegrüßt, die Ablösung ist da. Servus, Kollegin. Also, das Fahrzeug läuft, du kannst übernehmen. Alles klar, das klingt gut. Dir eine schöne Pause oder Feierabend. Was machst du jetzt? Ich habe jetzt Pause. Und wie sieht die aus? Komm, ich nehme euch mit. Wie bist du auf die Idee gekommen, Lokführer zu werden? Mein Papa war Dampflokführer und ich war auf der Suche nach einem sicheren Job. Da habe ich eine Anzeige gesehen in den sozialen Medien und daraufhin habe ich gedacht, probiere ich es mal bei der Bahn. Und wo geht's jetzt hin? Ich laufe auf den anderen Führerstand und bereite meinen Zug für die nächste Fahrt vor. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Ich verbinde Menschen in ganz Stuttgart. Das klingt nach einer Menge Verantwortung. Klar, immerhin bringe ich tausende Leute an ihr Ziel. So, jetzt fahren wir zurück und dann geht's zur Probe. Und wie bekommst du das alles unter einen Hut? Dazu braucht es flexible Arbeitszeiten. Hast du die? Auf jeden Fall.